Philipper 1, 20 bis 30. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Jesus, I thank you for this morning. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. I thank you that you're here with us. Dass du deinen Geist gesendet hast. That you send your Holy Spirit. Jesus, ich danke dir, dass ich nicht alleine hier vorne stehe. Jesus, I thank you that I don't stand up front here alone. Sondern dass wir zu dritt hier vorne stehen mit dir zusammen. But instead that we are three here up together with you. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen erweichst. And I pray that you soften our hearts. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst heute Morgen. And I pray that you will give me the right words to say this morning. Ich bitte dich für deinen Frieden. Ich bitte dich für deine Freude. I ask for your peace and your joy. Und dass du einfach dein Werk tust. And that you will do your work. Ja, in deinem Namen. Amen. In your name. Amen. Okay. Ich habe zu Anfang eine Frage mitgebracht. At the beginning, I have a question for you. Und diese Frage lautet: And the question is, wenn jemand dein Leben beobachten und bewerten würde und müsste, if someone would be observing or evaluating your life, was würde diese Person sagen? What would that person say about you? Was deine Lebensziele sind? Say about what your goals in life are. Das Thema Lebensziele hat mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt. The topic of life goals really was with me during the last couple weeks. Und ich habe herausgefunden, and I realized, dass eins meiner größten Ziele ist, einfach eine Ehe zu führen und Kinder zu haben, eine Familie zu haben. That one of my biggest goals is to have a family and a marriage sometime at some point. Ich liebe Kinder, ich liebe einfach Familien und ich wünsche mir das unglaublich. I love children and I love families and I'm really longing for that. Und vielleicht geht es manchen von euch auch so. And maybe some of you feel the same way. Und ihr sagt, boah, Familie und Ehe, das wäre schon so ein Ziel. And you're saying, well, marriage and family, wow, that would be really great. Und andere von euch sagen so, nee, damit kann ich nicht so viel anfangen. And maybe some of you are saying, well, no, that's not really for me. Aber dafür habt ihr andere Ziele. But instead you have different goals. Ihr wollt beruflich erfolgreich sein. You want to be successful in your career. Ihr wollt gesund sein und gesund leben. You want to be healthy and live a healthy lifestyle. Ihr wollt tiefe und langjährige Freundschaften haben. You want deep and long-lasting friendships.
Vielleicht willst du aber auch nur deinen Abschluss machen. Or maybe you just want to graduate. Aber ich glaube, dass es, und das sehen wir in diesem Text ein bisschen, dass es so ein ultimatives Ziel gibt, was wir But als Christen haben. But I think in this text we can see an ultimate goal that we all have or should have. Yeah. Und um uns den Kontext nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. And what we're going to do now is we'll be looking at the context a little bit. Sag ich nochmal ein paar Worte zu der Situation, in der Paulus war, als er das geschrieben hat. And to do that, I'm going to tell you a bit of the situation that Paul was in when he wrote this text. Paulus war im Gefängnis. Paul was in prison. Hat diesen Brief geschrieben an die Philipper. And he was writing this letter to the Philippians. Und er wurde wie das allerletzte behandelt. And he was treated really bad. Und er wurde verlassen von Menschen, die ihn vorher unterstützt haben. And he was forsaken by people that before that were supporting him. Seine Bedürfnisse wurden missachtet. His needs were being neglected. Und Menschen verlassen dich nicht nur. And people not only left him. Aber sie haben sogar gegen ihn gepredigt. But they were also preaching against him. Aber trotzdem geht es in dem Abschnitt davor, den habt ihr letzte Woche gelesen, darum, dass ja. But still in the text that we read last week, it's about. Geht es darum, dass es Paulus wichtig ist, dass das Evangelium gepredigt wird. It's about that it's really important for Paul that the gospel will be preached. Auch wenn nicht bei jedem die Motivation dahinter rein ist. No matter the motivation behind the preaching. Und dann geht er über in unseren Abschnitt. And then that's when we get to our text today. Genau, und da fange ich an bei Vers 20. And then we start with verse 20. Ich lese den komplett unten. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. According to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Paulus konzentriert sich hier darauf, dass Jesus durch sein Leben geehrt wird. Paul here is concentrating on Jesus being glorified through his life. Egal in welcher Situation er ist. No matter in what kind of situation he is in. Paulus wusste, wie es ist, zu leben, ohne im Gefängnis zu sein. Paul knew what it was like to live and not be in prison. Und er war mehrmals im Gefängnis, selbst sogar schon in Philippi. But he also had been in prison multiple times. Und das hat die Gemeinde bei ihrer Gründung auch miterlebt. And that the church experienced that with him. Und Paulus will Jesus ehren in allem, was er tut und allem, was er ist. And Paul wants to glorify Jesus in everything that he is and everything that he does. Und jetzt auch so hier in dieser Situation im Gefängnis. And also right here exactly in this situation in prison. Aber wir lesen das auch gleich. And we'll also be reading about that. Dass er hin und her gerissen ist, weil es wäre besser für ihn oder es wäre angenehmer für ihn, wenn er selbst tot wäre. And we'll be reading that he can't decide whether he wants to live or die, and he's saying dying would be so much better for him. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. That we will read in the next verses. Ich lese die Verse 21 bis 24. I'm going to read verses 21 to 24. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich, und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. For to me to live is Christ and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what shall I choose? I cannot tell. For I am hard pressed between the two. Having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Ich muss euch gestehen, als der Janosch mir die Bibelstelle geschickt hat und gefragt hat, ob ich hierüber predigen möchte. I must confess, when Janosch told me about the text and asked me whether I wanted to preach here, habe ich sehr lange gezögert. I really was hesitant for quite a while.
Weil ich diese Stelle super schwer finde. Because I find this text really difficult. Und lange Zeit auch nicht verstanden habe. And for a long time I didn't really understand it. Aber ich habe mich hingesetzt und vorbereitet. But I sat down and I was preparing for today. Habe darüber nachgedacht und habe einfach gemerkt, wie der Heilige Geist mir immer mehr gezeigt hat, wie viel allein in diesem einen Vers schon steckt. And I was thinking about it and then the Holy Spirit began showing me what richness really you can find in this text. Und ich habe angefangen, diesen Vers und seine Ausdehnung besser zu verstehen. Ich sage nicht, ich habe ihn komplett verstanden. And I started to understand these verses a bit better, probably not all of it yet. Aber wesentlich besser. But far better. Und das, was mir halt aufgefallen ist und deshalb auch diese Anfangsfrage. But that what I realized is, and that's also where the beginning question results from. Ist, dass du gerade diesen ersten Teil von Vers 21 als ein Lebensziel von Paulus sehen kannst. Is that you can really see the beginning of verse 21 as the life goal of Paul. Denn das Leben heißt für mich Christus. For life to me is Christ. Or for me to live is Christ. Ich habe das unterteilt in verschiedene Punkte. I divided the preaching today into different points or topics, die wir alle uns ein bisschen angucken werden. That we want to look at today. Und der erste Punkt and the first one ist Leben mit Jesus. Living with Jesus. Also, wenn Paulus sagt, denn das Leben ist Christus. When Paul is saying to live is Christ, dann ist eine Bedeutung davon, dass er mit Jesus lebt. Then one of the meanings behind that is that he is living with Christ. Und das setzt eine Entscheidung voraus. And that needs a decision in the beginning. Jeder Mensch hat im Leben die Möglichkeit, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Every person in his life has the opportunity to decide for or against Jesus. Wenn du dich für Jesus entscheidest, hast du dich gegen alles andere entschieden. When you decided for Jesus, you decided against everything else. Und wenn du dich bewusst oder unbewusst gegen Jesus entscheidest, and when you purposefully decide against Jesus, dann hast du dich dazu entschieden, ein Leben ohne Jesus zu leben. Then you decided to live a life without him. Wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen, egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. At some point we do have to make a decision, whether we know it or not. Weil wir sind von Gott getrennt. Because we are separated from God. Und nur damit wir mit Gott im Einklang und Beziehung leben können. And to be reconciled with him, to live with him. Brauchen wir Jesus. We need Jesus. Weil er ist am Kreuz gestorben. Because he died at the cross. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. He took our sins on to himself. Er wurde ins Grab gelegt. He was buried. Und ja, der Höhepunkt dahinter und das, worauf wir unser Leben bauen, ist, dass er auferstanden ist. And the main thing in all of that is that he is risen. Dass das Grab leer ist. The tomb is empty. Der Vorhang ist zerrissen. The curtain is torn. Der Weg zu Gott ist frei. The way to God is free. He is accessible to us. Und wenn wir Jesus in unser Leben lassen, and when we let Jesus into our lives, dann können wir mit Gott zusammenleben. Then we can live together with God. Und ob du dir bewusst bist oder nicht, and whether you know it or not, jeder von uns in diesem Raum sucht auf irgendeine Art und Weise nach Erfüllung. Every one of us in this room in some way or another is searching for fulfillment. Wir sind geschaffen dafür, mit Gott in dieser Beziehung zu leben. We are created to live in this relationship with God. Und wenn wir nicht mit Gott in dieser Beziehung leben, suchen wir uns etwas, was versucht, diese Leere zu füllen, die in uns ist. And if we don't have this relationship with God, then we start searching for something to fill this emptiness instead. Und bei jedem von uns ist das irgendwas anderes. And for every one of us, that thing is a bit different. Für manche ist es Essen. For some it's food. Für andere ist es Hass. For some it's anger. Wieder springen andere von einer Beziehung in die nächste.
Some are switching really fast between relationships. Und bei mir zum Beispiel waren es sexuelle Beziehungen mit anderen Männern. And for me at some point that was relationships with other men. Aber egal, worin wir versuchen, Erfüllung zu finden. But no matter with what we try to find this fulfillment. Wir werden es nur in Jesus finden. We will only find it in Jesus. Wir werden, egal wo wir hingehen, die Leere wird nur noch größer werden. No matter where we go, this emptiness will only grow larger. Unsere Not wird immer nur noch größer. Our need will only get bigger. Und ich wusste lange Zeit, dass dieser Lebensstil nicht richtig ist und dass es nicht gut ist. And for a long time I had known that this lifestyle wasn't right. Aber ich habe erst dadurch, dass ich Buße getan habe, meine Sünde bekannt habe und Jesus in mein Herz gelassen habe. But only through repentance and letting Jesus into my life konnte ich von diesem Lebensstil frei werden. Only through that was I able to get free from this lifestyle. Und das ist nicht nur bei mir so, and that it's not only the case with me, sondern bei jedem von uns. But it's the same for every one of us. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. We need Jesus in our lives. Um diese Veränderung und Erfüllung, nach der wir uns sehen, erreichen zu können. To really reach this change and this fulfillment in our lives. Und Jesus gibt uns das. And it's Jesus who gives this to us. Und das ist ein Prozess. And it's a process. Und er ist schwer. And it's difficult. Und er ist lang. And it's a long process. Aber wenn wir uns darauf einlassen, but when we say yes to it, dann wird er uns verändern. He's going to change us. Und er wird uns an Punkte führen, wo wir niemals gedacht hätten, wo wir sein könnten. And he'll bring us to places in our lives where we never thought we could be. Wie zum Beispiel hier. Right here, for example. Genau. Paulus hat sich auch für Jesus entschieden. Paul also decided for Jesus. Als er dabei war, Christen zu verfolgen und umzubringen. Right in the middle when he was persecuting and killing Christians. Und Jesus ist ihm begegnet. And Jesus met with him. Und er hat Buße getan. And he repented. Und hat sich für Jesus entschieden. Und seitdem ist Paulus ein komplett anderer Mensch und ist Feuer und Flamme für Jesus. And he made the decision for Jesus. And from that point onward, he was really on fire for him. Und das bedeutet, das Leben heißt für mich Christus. And that is the meaning of to live is Christ. Mit Christus leben. To live with Christ. Der zweite Punkt. And the second point for today. Ist Jesus im Fokus zu haben. Is to focus on Jesus. Ich bringe ein paar Beispiele von mir. I'm gonna give you a few examples of my life. Dieses Jahr für mich war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. This year really was a year full of ups and downs. Ganz viele Umbrüche und große Entscheidungen, die ich treffen musste. Really a lot of change and decisions that I had to make. Ich habe im Februar mein Studium abgebrochen. In February I dropped out of university. Habe angefangen Teilzeit zu arbeiten. And started a part-time job. Habe sehr viel in der Gemeinde gemacht. I was really busy doing stuff at church. Kam dabei aber auch an meine körperlichen und geistigen Grenzen. But that also brought me to my physical and spiritual boundaries. Und deshalb bin ich gerade dabei, ein bisschen zurückzurudern. So right now I'm trying to start doing a bit less. Weil ich gemerkt habe, dass hinter all dem, was ich gemacht habe, because I realized that behind all that that I was doing, der Fokus auf Jesus und die Beziehung mit ihm, the focus on Jesus and the relationship with him, immer weniger geworden ist. Became less and less. Yeah, sorry. Und es ist, um das einer biblischen Geschichte zu verdeutlichen, and to point that out as an example from the Bible. Mein Leben gerade und deins vielleicht auch. So my life at the moment and maybe yours as well. Ist wie bei Petrus. Is like with Peter. Der auf dem Wasser läuft. Who was walking on the water. Und keine Probleme hat, solange er sich auf Jesus fokussiert. And wasn't really struggling as long as he was focusing on Jesus. Aber sobald er sich beeinflussen lässt. But as soon as he was
being influenced von dem Wind, von den Wellen und von den Unklarheiten um ihn drumherum. By the wind, by the waves, by the uncertain circumstances around him. Fängt er an zu sinken. That's when he starts sinking. Und so ist das auch bei dir oder bei mir. And that's the same with you or me. Wenn wir den Fokus auf Jesus verlieren, if we lose the focus on Jesus, fangen wir an zu sinken. That's when we start sinking. Und das ist ein zweiter Punkt, wie Paulus sagen kann, mein Leben ist Christus. And that's the second point in what Paul is saying, to live is Christ. Das bedeutet, wir haben jetzt mit Jesus leben und Jesus im Fokus haben. So that means we now have living with Jesus and focusing on Jesus. Und all diese anderen Punkte, die noch kommen, also es klingt jetzt, als wären das super viele, sind es nicht. And all the many other topics that will still, that we will still be talking about, no, there won't be that many, but passen alle zusammen. All those points really match. Und ihr werdet das am Ende sehen. And you will see about that at the end. Der dritte Punkt ist, and the third point is, so zu leben, wie Jesus gelebt hat in seiner Identität. To live like Jesus in his identity. Wenn du Jesus in deinem Leben hast und Beziehung mit ihm führst. When you have Jesus in your life and you're living this relationship with him. Dann sagt die Bibel, bist du eine neue Kreation. Then the Bible tells us that we are a new creation. Du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. You're a son or a daughter of God. Du bist ein Erbe Gottes. You are an heir. Du stell dir bitte einmal vor, wie es wäre. Can you start imagining how it would be? Wenn wir verstehen würden, wer Gott wirklich ist. If we would understand who God really is. Und verstehen würden, was es bedeutet, sein Kind zu sein. And when we would understand what it really is to be his child. Was für eine Ehre das ist. What an honor it is. Ein Kind zu sein vom Schöpfer, von alledem, was wir sehen. To be a child of the creator of everything that we see around us. Der über allem steht. Who is above everything. Der alles weiß. Who knows everything. Wie viel uns das gibt. How much is that to us? Das bedeutet auch, dass du akzeptiert bist, so wie du bist. It also means that you're accepted just as you are. Das bedeutet, dass du geliebt bist mit einer Liebe, die unfassbar ist. It means that you're loved with a love that is unfathomable. Das bedeutet, dass du nie alleine gelassen wirst. It means that you'll never be left alone. Jesus ist immer bei dir. Jesus is right with you all the time. Du bist mit Gott versöhnt und vereint. You are reconciled and connected with God. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. You are filled with the Holy Spirit. Der Heilige Geist gibt dir Gaben und Kraft. And the Holy Spirit gives you gifts and power. Und wenn wir wirklich in dieser Identität leben, and if we really live in this identity, dann können all diese schlimmen Dinge, die andere über uns sagen, then all these bad things that others say about us, oder uns antun, or that they do to us, keinen Einfluss auf uns haben, weil Gott derjenige ist, der unsere Identität bestimmt. That won't influence us because God is the one that gives us our identity. Und das sagt sich so leicht. It's said rather easily. Aber das auch, nur als Ermutigung, das ist ein Prozess und wir lernen darin zu leben und wir lernen Stück für Stück diese Identität wieder wirklich anzunehmen. But it's good to know that also this is a process that we can learn to accept this identity for us again. Und das, was ich wirklich ziemlich mind-blowing finde. And what I find really mind-blowing ist, dass jeder, der Christ ist, is that everyone who's a Christian hat eine Aufgabe und eine Berufung, die nur er erfüllen kann. Has a task and a calling that only he or she can fulfill. Weil Gott die genau auf dich zugeschnitten hat. Because God made those exactly to fit you. Und der vierte Punkt unter das Leben ist Christus. And the fourth point for living with Christ ist Leben in dieser Autorität. Is to live in this authority. Jesus hat selbst gesagt, dass der Vater ihm alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben hat.
Jesus himself said that the God in heaven gave him all authority. Und diese Autorität hat er an uns weitergegeben, an seine Jünger weitergegeben. And this authority he gave on toward us to his disciples. Als Jesus wieder zurück zum Vater gegangen ist. At the point when he went back to the Father. Und das bedeutet all das, was Jesus getan hat. And that means everything that Jesus did. Wir haben die Autorität, dasselbe zu tun. We have the same authority to do the same. Genau. In diesen paar Versen spricht Paulus davon, dass er hin und her gerissen ist. In these verses we read that Paul really can't make up his mind. Weil er sieht, was für eine Befreiung es für ihn wäre, dieses Leben hier auf der Erde nicht mehr zu leben. Because he sees what kind of relief it would be for himself to leave this earthly life behind him. Sondern körperlich zu sterben. And then die physically. Weil das der ultimative Gewinn, das ultimative Ziel für ihn wäre, bei Jesus zu sein, endlich in seiner Gegenwart. Because that would be the ultimate goal, the ultimate gain that he has to be with Jesus. Aber das, also so, ich habe mich dabei immer gefragt, okay, hat er Selbstmordgedanken? Ich weiß es nicht. I always was asking myself, well, how can that be? Is he thinking about committing suicide? Aber egal, ob das der Fall war oder nicht. And if that was the case or not. Paulus blieb hier auf der Erde. Paul remained here on earth. Und ich finde, diese Verse drücken genauso aus. And I think that these verses also explain. Dass er zu dem Ergebnis kommt. That he comes to the resolution. Zu dem auch Jesus gekommen ist. To the same that Jesus came to. Am Ende geht es nicht um mich und was ich gerne hätte. At the end, it's not about me and what I want. Sondern ich gebe mein Leben für jemand anderes. Es wäre besser, sagt Paulus, dass ich hier auf dieser Erde bleibe, um andere Leute zu segnen und andere Leute zu Jesus zu führen, anstatt dass ich selbst bei Jesus bin. Okay, I don't think I can remember all of that. am Ende ist es besser. In the end, it's better. Dass ich auf dieser Erde bleibe. That I remain here on this earth. Trotz all meinem Leiden. No matter how much I suffer, um das Willen der anderen. For the sake of others. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. And that's the same that Jesus did. Er ist auf diese Erde gekommen. He came to this earth. Obwohl er so hoch erhoben war. Although he was lifted up so high. Und er hat sich so gedemütigt. And he really humbled himself. Aber er hat uns Menschen gewählt, weil es für uns das Beste ist. But he chose us people because it was the best for us. Um Beziehung mit Gott herzustellen. And to bring us this relationship with God. Und ich habe das eben schon ganz kurz gesagt. And I already mentioned it before. Dass Paulus spricht hier vom körperlichen Tod. Und er sagt, das Sterben ist Gewinn. Paul here is talking about the physical death when he's saying when he's speaking about dying. Aber ich glaube, er spricht noch von einem zweiten oder man kann es auch auf eine zweite Art und Weise auslegen. But I think that there's also a second possible interpretation of this. Wenn du selbst sagst, dass du Nachfolger von Jesus bist. If you're saying about yourself that you're a follower of Christ, dann gilt es auch für dich. Then it's also for you. Dass Jesus sagt, jeden Tag neu sollst du dein Kreuz auf dich nehmen. That you every day anew should take up your cross. Und die Frage ist, was symbolisiert das Kreuz? And the question is, what does this cross stand for as a symbol? Wenn wir uns Jesus angucken, when we look at Jesus, war das Kreuz für ihn ein schmerzhafter Tod. The cross for him meant a really painful death. Ultimatives Leiden. Ultimate suffering. Und wenn Jesus sagt, dass wir unser Kreuz jeden Tag neu auf uns nehmen sollen, when Jesus says that we should take up our cross every day, dann bedeutet das, dass wir zu unserem alten Ich, der wir waren, bevor wir Christ waren, it means that we should zu unserem alten Ich, like that we should die to our own self every day now. Dass wir unserem alten Ich sterben sollten. Das bedeutet, wir sterben zu unserer Sünde. That means that we die to our sin. Wir sterben zu unserem Fleisch. We die to our flesh. Wir sterben zum Lügen.
We die to the lies. Wir entscheiden uns, anderen Leuten zu vergeben. We decide to forgive one another. Nicht nachtragend zu sein. Not to be resentful. Nicht unseren eigenen Vorteil zu suchen. Not always trying to, well, looking for our own personal gain. Nicht stehlen. We don't steal. Nicht lästern. We don't talk badly about others. Und ein reines Leben zu führen, einfach auf allen Ebenen. And really living a pure life in every area. Und das bedeutet so viel Sterben zu einem selbst. And that really means a lot of dying to myself. Aber das ultimative Ziel und das der ultimative Gewinn dadurch. But the ultimate gain and the ultimate goal through that. Dahinter ist das, was man Heiligung nennt. Is what we call sanctification. Mehr so zu werden wie Jesus. Becoming more like Jesus. Und das ist auch ein Prozess. And that also is a process. Aber da kommt das auch wieder zustande. But we see in that, dass dadurch wird unsere Identität in Jesus geformt. That our identity in Jesus is being formed. Wir lernen, in dieser Autorität zu leben. We learn how to live in this authority. Weil wir um so zu leben. Because in order to live like that, die Mächte, die wir nicht sehen, gebunden werden müssen. The powers and principalities that we can't see, they really need to be held captive. Wir müssen denen entgegenstehen. We have to stand against it. Und das sehen wir auch in den nächsten Versen. And that's also what we see in the next couple of verses. Ab Vers 27. Beginning verse 27. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder davon hört. Ich weiß nicht genau, wo Vers 27 anfängt. But I'll tell you that you have to work in a manner. Sorry. No, it's good. And being confident of this? Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. To you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake, having the same conflict with which you saw in me and now here is in me. Ab Vers 27 spricht er davon, dass es nicht ausreicht. From verse 27 on he's talking about that it's not enough. Nur davon zu erzählen, was Gott Großes tut. To just talk about what great things God is doing. Sondern dass die Gemeinde in Philippi, but instead that the church in Philippi auch so leben sollen, dass es Jesus Leben widerspiegelt. Should also live in a way that it reflects Jesus. Und in demselben Kontext, and also in the same context, spricht Paulus auch davon, Paul is also talking about, dass der Glaube an Jesus ein Kampf ist. That the faith in Jesus is a battle. Den die Gemeinde nur dann gewinnen kann, that the church can only win, wenn sie fest in einem Geist zusammensteht, when they are standing firm in one belief, wenn sie sich gegenseitig unterstützen, when they support one another, wenn sie zusammen beten, when they pray together, egal ob sie zusammen sind oder wenn sie getrennt voneinander sind, when they together or even when they are apart. Und ich finde das so gut, Janosch, dass du eben hier vorne stand und sagst, hey, bitte betet für mich. And I really liked it when Janosch was standing up here and asking for us to pray for him. Gerade für die nächsten Wochen. Especially for the next weeks. Weil diese Konferenz wird einerseits umkämpft sein für ihn, aber auch für die Gemeinde.
Because on the one hand, this conference will be really, there will be spiritual fights for that and also for the church. Ja, für Janosch persönlich, für seine Familie. For Janosch himself and his family. Aber es bedeutet auch, dass ihr zusammenstehen könnt und genau das leben könnt, von dem Paulus hier spricht. But it also means that all of you can stand together and really live out what Paul is talking about here. Weil am Ende geht es darum, dass ihr als Gemeinde oder dass wir als zusammen als Gemeinde. Because in the end it's all about us as a church. Dass unser Leben Jesus widerspiegelt. Our lives reflecting Christ. Und es lohnt sich, zusammenzustehen und füreinander zu beten, gerade für die Leitung zu beten. And it's really important for us to pray and to pray for our leadership. Weil das sind die Zeiten, in denen wir zusammengeschweißt werden. Because those are the times that we really bond with each other. Und in dem, wie Paulus das sagt, in dem wir Gottes Bestätigung bekommen, Vers 28, dass wir gerettet sind. And those are also the times that, like Paul said, that we get confirmed that we are saved. Ja. Der Anfang von Vers 28 sagt, and in the beginning of verse 28, dass wir von diesen Widersachern, die kommen werden, dass wir uns nicht oder keinesfalls, sagt er in meiner Übersetzung, uns einschüchtern lassen sollen. It says that we should not be afraid of the enemies that come against us. Adversaries, ja. Ja, und ich habe, schaut euch das, es steht nicht ein Widersacher, sondern es stehen viele Widersacher. And it doesn't say one enemy, it says many. Das heißt, Probleme und Dinge, die irgendwie gegen die Gemeinde, gegen jeden Einzelnen kommen. And that means problems or things that come against the church or against every person. Das können sehr viele verschiedene Sachen und auch zur selben Zeit sein. That can be many different things at different times. Aber wir werden nur da durchkommen. And we will only get through that. Wenn wir uns gegenseitig aufbauen und ermuntern und unterstützen. When we stand together and encourage one another and really when we are together. Genau. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur so wie in dieser Gemeinde von in Philippa ist. And I think that it's not only like that with the church in Philippi. Die verfolgt wurde, die über die schlecht geredet wurde, die äußerlich super viele Probleme hatten. They were persecuted and they had many problems and there was really bad talk about them. Dass es genauso auf jeden Einzelnen sich bezieht, egal ob wir hier und heute Verfolgung erleben. I think it's also the case for every person that we experience persecution. Aber dass sich das genauso bezieht auf die Probleme und Sünden und Versuchungen, denen wir jeden Tag neu ausgeliefert sind. And that it's also related to the temptations and problems that we face every day. Und da brauchen wir die Gemeinde, wir brauchen das Gebet, wir brauchen die Unterstützung. And for that we need the church, we need the prayer, we need the support. Und genau dafür hat uns Gott auch seine Autorität und seinen Geist gegeben. And for exactly those things, that's what God gave us his authority. Genau, um all diesen Dingen einfach entgegentreten zu können. To stand against all these things. Und dem Feind immer wieder klar zu machen. And to really tell the enemy. Du hast bereits verloren. You already lost. Ich habe diese Woche. This week ist mir ein Licht aufgegangen. I really came to revelation, yes. Dass es gibt verschiedene Bereiche in meinem Leben, mit denen ich regelmäßig Probleme habe. There are some areas in my life that I regularly have conflict with. Und dass der Feind immer wieder versucht, irgendwie heimlich Zweifel oder Ängste einzuflößen. And the enemy secretly tries to make me afraid of things. Und immer wenn ich gedacht habe, okay, ich habe Angst davor zu fallen, sag ich mal. And he gives me these doubts and I'm afraid to fall. Dass
dass wenn ich dieser Angst Raum gebe, and I'm afraid that when I give a room to this fear, und das auch nur in Worte fasse und das ausspreche, and I put words to it, dass dann die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass ich falle. That then the possibility of me falling becomes greater. Anstatt von vornherein zu sagen, instead of saying from the beginning, sei still, hau ab, shut up, go away. Jesus hat den Sieg schon errungen. Jesus already won the victory. Ich brauche gar keine Angst mehr davor haben. I don't have to be afraid. Und Jesus ist derjenige, wenn wir uns tatsächlich dann auf ihn fokussieren und nicht auch nur dieses kleine bisschen Raum der Angst geben. And Jesus is the one when we focus on him and if we don't allow give room to this fear, der uns den Sieg gibt. He is the one that gives us the victory. Ja. Genau. Ein anderer Punkt, der in diesen Versen genannt wird. And another point that is mentioned in these verses ist, dass es ein Vorrecht ist, nicht nur zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Is that it's not only a privilege to believe in God, but also to suffer for him. Und Jesus hat am Kreuz alles für uns erlitten. Jesus at the cross suffered everything for us. Und deshalb ist es ein Paulus sagt das hier, Vorrecht, das ist eigentlich ein Segen, dass wir jetzt an Jesus statt, also für Jesus leiden dürfen. And Paul says that it's a privilege, that it's a blessing that we should now suffer for him in return. Genau. Und das Ermutigende finde ich, wie das der Vers davor schon sagt, einfach dieses, wenn wir dem Feind entgegenstehen. And I find it really encouraging what the verse before that says, that when we stand against the adversaries, the enemies, dass das eine Bestätigung von Gott ist, dass wir gerettet sind. That that is a confirmation from God that we are saved. Das bedeutet, wenn du Probleme, Versuchungen oder Dinge in deinem Leben hast, die versuchen, dich von Jesus fernzuhalten. That means when you have problems or temptations in your life that try to keep you from God. Das bedeutet, du machst irgendwas richtig. That means you're doing something right. Und deshalb mach weiter so. And that means keep on doing that. Genau. Und um wieder zurückzukommen auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. And to come back to the question that I asked in the beginning. Weiß noch jemand die Frage? Somebody can remember that? Bitte? What's our goal in life? Ja, fast. Wenn jemand dein Leben beobachten und bewerten würde, was würde diese Person aufschreiben, was dein Ziel ist? When someone is observing or evaluating your life, what would they say your goals in life are? Und ich weiß, dass ich ein Leben führen möchte. I know that I want to live a life, welches Jesus reflektiert. That reflects Jesus. Ein Leben mit ihm. To live with him. Ein Leben im Fokus auf ihn. A life focused on him. Ein Leben in seiner Identität und Autorität. A life in his authority and in his identity. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Respekt davor zu sagen, ich will zu mir selbst sterben. And to be honest, I'm really, I don't know, I have respect for saying I want to die to myself. Weil ich nicht weiß, was danach kommt. Because I don't know what will happen after that. Weil ich, weil Dinge außerhalb meiner Kontrolle liegen. Because things will be out of my control after that. Aber ich weiß, dass ich Jesus vertrauen möchte, dass er das Beste für mich im Leben hat. But I know that I want to trust Jesus that he has the best for my life. Und so möchte ich dir die Frage stellen. And so I want to ask you this question. Wenn jemand dein Leben beobachtet und bewertet, was ist dein Lebensziel? When someone is observing or evaluating your life, what would they say your goal in life is? Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.